Wir werden das zum Laufen bringen. Hallo und willkommen zu dieser Interviewfolge. Bei mir ist heute Fotomodell, Schauspielerin, Produzentin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Tyra Banks. Das ist ein ganz schöner Schwung an Titeln. Was beschreibt sie am besten? Das ist interessant. Immer wenn ich Schauspielerin höre, denke ich, oh, ich habe in ein paar Filme mitgespielt, habe geschauspielert, aber ich bin keine Meryl Streep. Nehmen wir Schauspielerin raus und behalten alles andere. Ich bin schon lange dabei und in dieser Branche, seit ich 15 bin. Sie hatten offenbar schon immer diesen Geschäftssinn, weil Sie so früh angefangen haben. Was war der beste Ratschlag, den Sie bekommen haben? Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich eine Ware bin. Das war, bevor ich Unternehmerin war, als ich Fotomodell war. Sie sagte, du bist eine Ware und wie willst du diese Ware vermarkten? Du musst verstehen, dass Waren schnell verderben. Die Leute wollen die dann nicht mehr. Wie können Sie sich also ständig von anderen abheben, erneuern, auffrischen? Das war sehr gesund, sodass ich damit umgehen konnte, wenn ich Absagen bekam wie, wir wollen Sie nicht für dieses oder jenes, wenn Sie die Ware abgelehnt haben. Meine Mutter sagte, Sie lehnen dann mein Kind ab, vergiss das nicht. Ich glaube, das hat mir geholfen, in der verrückten Welt der Unterhaltung nicht durchzudrehen. Da wir gerade von dem sprechen, was Sie hier auf den Markt bringen, Smice & Dream, Ihre Eismarke. Sie haben sich für ein Produkt entschieden, das alle mögen. Ja, immer wenn ich erwähne, dass ich ein Eisunternehmen habe, gegenüber einer Frau oder einem Geschäftsmann, ganz egal. Sie fragen immer nur, was, Eis, wo denn, wo, was? Erzählen Sie mir davon. Es ist interessant. Eis ist das wahre Glück. Woher stammt die Idee? War es die echte Liebe für dieses Produkt? Ja, ich war besessen von Eis, seit ich 3 oder 4 Jahre alt war. Meine Urgroßmutter passte in den Sommerferien immer auf mich auf. Schule war nicht. Meine Mutter konnte sich keine Tagesbetreuung leisten. Also bin ich den ganzen Sommer über zu meiner Urgroßmutter gegangen. Sie hat selbst Vanilleeis hergestellt. Diese schönen Erinnerungen habe ich an meine Urgroßmutter. Jahre später ging meine Mutter jeden Freitagabend in die Eisdiele am Hollywood Boulevard in Los Angeles und kaufte sich ihre Lieblingssorte. Wir saßen im Auto und sie erzählte mir von all den Opfern, die sie bringen musste. Nur weil ich wollte, dass wir einen zusätzlichen Schlafplatz bekommen. Ich musste auf dem Boden schlafen, wollte das nicht mehr und sagte, ich brauche ein Schlafsofa. Also bekam ich das. Damit kam ich aus unserem einzigen Schlafzimmer raus. Sie wollte ein Zweibettzimmer auftreiben und dann daraus. Sie hat ständig geträumt, das haben wir getan und dabei Eis gegessen. Das war der Ursprung von Smice & Dream. Sie haben die Vereinigten Arabischen Emirate als ersten Ort für Ihre Geschäftsausweitung ausgewählt. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ich unterrichte in Stanford das Fach Persönlichkeitsvermarktung. Das Erste, was ich meinen Studenten sage, ist, dass anders besser ist als besser. Was ist anders? Was ist einzigartig? Wie können Sie bei etwas an die Spitze gelangen? Wenn ich das tue, weiß ich, dass alle anderen nachziehen werden. Für mich stehen die Vereinigten Arabischen Emirate für Fortschritt. Ich spreche auch vom Museum der Zukunft. Wer hat schon ein Museum der Zukunft? Ich frage mich, was ist das? Ich verbringe hier Zeit, denn wir haben hier Freunde und einige andere Geschäftstätigkeiten. Wir fliegen mit hiesigen Fluggesellschaften und aus der Golfregion. Mir war nicht klar, wie sehr die Familie im Mittelpunkt steht. Wenn ich mit meiner Familie herkomme, sagt meine Mutter, das alles ist Familie. Sie kümmern sich hier um ihre Großmütter und schmeißen die nicht raus. Es ist eine Großfamilie. Und dann noch etwas. Mein Sohn, das klingt jetzt sehr. Ich habe einen 7 Jahre alten Sohn. Er geht sehr gerne in Restaurants, wegen der Getränkekarte. Er fragt dann, Mama, bist du hier, um die lustigen Getränke zu trinken, wegen der Fruchtsäfte und des Geschäfts? Sie haben ihn von den tollen Sachen ferngehalten. Warten Sie mal ab, bis er sieht, was er hier tun kann. Ich habe ihn ferngehalten, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht in der Lage bin, etwas anderes zu tun, als ihn mitzubringen. Er will nicht. Also versuche ich, so lange wie möglich durchzuhalten. Das ist wie bei Eltern, die ihre Kinder vom Zucker fernhalten, weil sie wissen, dass sie davon besessen sind, sobald sie ihn gekostet haben. Aber ja, das ist ein besonderer Ort für uns.
Und das Investitionsbüro hat uns wirklich einen großen Sprung ermöglicht. Ein Schub. Sie sagen, wir unterstützen dunkelhäutige Menschen, wir unterstützen Frauen und wir wollen sie in die Vereinigten Arabischen Emirate holen und der Welt zeigen, dass man hier sein Geschäft ausbauen kann. Ich mag es, so etwas wie ein Versuch zu sein, dem andere folgen können. Sie haben erwähnt, eine Geschäftsfrau zu sein. Warum sollten wir Frauen in der Wirtschaft würdigen und unterstützen? Es ist wichtig, sie zu würdigen, zu unterstützen, die Kamera auf uns zu richten, um zu zeigen, dass es uns gibt und dass es nicht einfach ist. Und dass wir genauso gut sind und unser Geschäftsplan genauso gut ist. Aber wir bekommen nicht unbedingt dasselbe Risiko und Eigenkapital wie ein Kerl, der neben uns steht, der nicht vorbereitet ist und völlig chaotisch ist. Aber er bekommt all die Lorbeeren. Doch es ist wichtig, die Kameras auf uns zu richten, um anderen Frauen zu zeigen, dass man es schaffen kann. Aber es geht auch um Vorbilder und darum, sich mit Fachleuten zu umgeben. Man ist diejenige, die Neuerungen umsetzt, aber schaffen sie Strategie, Vermarktung und all die anderen Dinge, die man braucht, um im Geschäft erfolgreich zu sein. Sie sind für Ihren bahnbrechenden Erfolg bekannt. Welchen wichtigen Ratschlag hätten Sie für neue Unternehmen? Ich würde sagen, den Markt zu durchforsten, sich alles anzusehen, sich reinzuknien und wie verrückt Nachforschungen anzustellen. Etwas zu haben, dem man sich völlig widmet und da nicht mehr herauskommt. Ich beginne mit Nachforschungen und kann dann nicht mehr aufhören. Ich weiß alles über Eis. Ich weiß all diese verschiedenen Dinge über Speiseeis, weil ich mir vorgenommen habe, in dieses Geschäft einzusteigen und ich nicht will, dass mir jemand sagt, ich wüsste nicht, wovon ich rede. Ich will mehr wissen als die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, mehr als die Strategieabteilung und die Vermarktung. Knien Sie sich rein. Dann kann niemand sagen, dass Sie nicht wissen, was Sie tun. Wir haben über Ihre Laufbahn und Tätigkeiten gesprochen. Was ist zum Beispiel Ihre schönste Erinnerung an die Mode? Ich war noch nie jemand, der von Kleidung besessen war. Sie interessiert mich nicht. Aber ich stehe kurz davor, Kleidung auf den Markt zu bringen und es wie Steve Jobs zu machen. Denn wenn ich morgens aufwache, ist eine der größten Sorgen, was ich anziehe. Ich frage mich, soll ich das tun? Der verstorbene Tony Shea war Geschäftsführer von Zappos und für mich ein Freund bzw. Förderer. Er trug jeden Tag ein Zappos-Hemd und eine Jeans. Ich habe ihn gefragt, warum trägst du deine Marke? Das ist seltsam. Er sagte, darüber muss ich nicht nachdenken. Ich erzähle der Welt jeden Tag, wer ich bin und was ich mache, was meine Leidenschaft ist. Also fange ich vielleicht selbst damit an. Trage ein Smize and Dream T-Shirt, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose, damit ich über meine Arbeit und die Strategie nachdenken kann, dieses Unternehmen weltweit aufzustellen, anstatt zu fragen, soll ich rosa oder gelb tragen? Thank you so much for talking to us on interview today. A pleasure to meet you. Thank you. Nice to meet you too.